Hallo, Wassermann, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für das Jahr 2025 steht. So ein bisschen generell jetzt gesehen. Wir wissen ja, die Energie ist in ständiger Veränderung. Aber wir schauen jetzt so ein bisschen, wie die Energie für das Jahr 2025 so steht. Und dann können wir das natürlich individuell monatlich vergleichen. Ja? Also wie das sich hier in den Monat zeigt und dann mit dem Monat, die Energie mit dem Monat vergleichen. Ja? Wir fangen jetzt einfach an, Wassermann. Ja? Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Hinter dem Deck die Karte die Kraft. Viel Kraft für dich, viel Mut, ja, viel Energie. Sternzeichen Löwe zeigt sich hier, sage ich jetzt mal so. Also viel eine Leidenschaft hier. Wir können hier mit unseren Leidenschaft zu tun haben. Diese Karte ist interessant, Wassermann, weil diese Karte jetzt so generell, so ein bisschen generell für das Jahr 2025 gesprochen, zeigt natürlich sehr, sehr viel Kraft, die Energie, ja. Aber diese, genau diese, auf diesem Kartendeck zeigt sich sehr stark eine Konditionierung, ja? Diese Energie zeigt sich hier, eine Konditionierung. Das Typische, wir wissen ja, wenn wir über eine andere Person reden würden, zum Beispiel, würde ich hier über eine Person reden, die mit mir große Unterschiede hat. Äußerlich, kulturell, Religion, Altersunterschied, Glaubensmustern, viele so eine Situation sehe ich hier schon. Es kommt jetzt darauf an, worüber wir hier so reden, so generell. Die Leidenschaft zeigt sich. Den Kontroll, Selbstkontroll zeigt sich auch. Die Karte die Kraft zeigt sehr viel Selbstkontroll. Und auch den Stolz könnte man hier in dieser Karte auch sehen. Und jetzt, wir müssen schauen, ne? Ja, Ass der Münzen. Wir fangen mit dem Monat Januar jetzt, ja? Januar. Das Gericht. Wow. Die Karte, das Gericht, Monat Januar. Juristische Situationen, Kommunikation, verschiedene. Wir könnten hier über Kommunikation reden, aber über verschiedene Bereiche. Also, ich könnte hier verschiedene Situationen oder Sachen sehen. Den Monat Januar mache ich kommende Woche für 2025 und dann können wir natürlich die Energie vergleichen. Die Karte, das Gericht, die Karte sagt, mir wird es klarer. Ich bekomme Klarheit in einer Situation. Diese Klarheit, die ich bekomme, kann natürlich über eine bestimmte Kommunikation kommen. Ja, und das gibt mir Klarheit in der Situation. Das ist ein neues Erwachen hier. Das ist tatsächlich ein neues Erwachen. Ne? Ein neues Erwachen. Kommunikation, warte mal kurz, wir wissen ja. Ich hole mir Erklärung für den Monat Januar, ja?
Ich muss dir sagen, bevor ich weitermache und ich vielleicht vergesse, auf diesen Würfel kam für dich wichtig für das Jahr, ist die Karte jetzt. Der Sternzeichen Waage. Sternzeichen Waage zeigt sich, ja. Das kann für dich wichtig werden im Monat, im Jahr 2025. Sternzeichen Waage ist auch die Karte die Gerechtigkeit. Ja? Ich meine jetzt, weil du mit der Karte das Gericht anfängst, ja. Und die Nummer 4, ich spüre bei dir Stabilität, will nur gesagt haben. Ja, und jetzt die Gerechtigkeit und das Gericht zeigt sich hier. Die juristische und die göttliche Gerechtigkeit. Die Karte, das Gericht, ist eine Karte, die auch viel über karmische Situationen reden kann. Ja, du fängst natürlich das Jahr mit einer interessanten Energie an. Diese karmische Situation zeigt sich. Und dann die Karte, die Kraft. Die Karte, die Kraft. Nummer 8. Auch eine Nummer, die über Karma reden kann. Irgendwie, wir schauen weiter. Ja, wow, wow, wow. Wow, Ratte Schicksals. Ratte Schicksals. Monat Januar, ich bin gespannt. Wie gesagt, kommende Woche machen wir den Monat Januar für dich. Wir schauen auch, wie die Energie sich da zeigt. Jetzt ist das Gericht, Ratte Schicksals sieht man hier. Und neunte Münzen. Neunte Münzen und Wassermann, ich sehe hier sehr viel Stabilität bei dir. Geld. Ich sehe hier Geld. Ich meine das Gericht und neunte Münzen. Eine juristische Situation gibt es hier. Und es kann mit deinen Finanzen zu tun haben. Ich meine, es kann nicht. Ich denke, es hat mit deinen Finanzen zu tun. Es kommen Veränderungen hier bei dir. 180 Grad Veränderungen in deiner Energie. Kommunikation siehst du ja hier. Warte mal kurz, bitte. Und wir wissen ja, es kommt auf unsere Situation drauf an, worüber wir Münzen sieht man. Das Gericht nochmals. Wow, qué fuerte, no? Wassermann, du hast zweimal das Gericht im Monat Januar. Und plus neunte Münzen. Ich sehe Klarheit hier für dich, Monat Januar, Klarheit. Das ist hier, wie gesagt, was dir wird was klares hier, ist ein neues Erwachen. Diese Karte hat mit Kommunikation zu tun, wie gesagt, Kommunikation. Aber Wassermann, ich spüre hier irgendeine karmische Situation, wenn ich dir ehrlich bin. Irgendeine karmische Situation, Sternzeichen Skorpion, zeigt sich auch, aber du siehst ja, Löwe, wow, wow, wow. Also Wassermann, erwarte Veränderungen irgendwie, weil hier zeigt sich was Interessantes. Ja? Nochmals, Monat Januar tun wir noch mehr schauen jetzt kommende Woche. Den Monat Januar mache ich ja und dann schauen wir mal weiter. Du hast hier eine interessante Energie für den Monat Januar. Zwei wichtigen großen Arkana plus neunte Münzen. Ich spüre bei dir Stabilität. Wenn ich dir ehrlich bin, du bist in deiner Selbstachtung, in deiner Selbstliebe, aber du könntest noch hier eine karmische Situation haben. Im Monat Januar hast du hier Kommunikation, aber du zeigst mit der Karte die Kraft, ist das so, dass du in dieses Selbstkontroll bist und ich denke, du bleibst für dich. Neunte Münzen zeigt einer Person, die irgendwie allein ist, aber zufrieden ist. Neunte Münzen ist für mich wie die Karte, die Herrscherin. Egal, ob du Frau oder Mann bist. Eine Person hier, die sagt, schau mal, mir geht es gut, ich brauche niemand. Deswegen jetzt, Wassermann, diese zweimal, die Karte, das Gericht zweimal im Monat Januar, was kann das für dich heißen? Das wäre die Frage für dich, für deine Situation. Das kann ich nicht wissen. Weil klar kann das irgendeine juristische Situation sein, die für dich sehr positiv, sich positiv zeigt. Oder sonst können wir über eine karmische Situation mit einer Person, die für dich auch positiv ist. Ich meine, für dich am Ende ist positiv. Wir schauen weiter. Wir wissen ja, wie das ist, Wassermann, die Monate können auch verbunden sein. Weil von einem Monat zu einem anderen Monat verändert sich die Energie nicht so wahnsinnig. Ja? Wir schauen. Monat Februar, fünfte Stäbe.
Monat Februar, 5. Stäbe. Von mir aus kann sogar über einen Umzug reden. Die Arbeit. Viel zu tun. Ich habe viel Arbeit. Ich bin sehr beschäftigt. Feuerelement nochmals. Sternzeichen Löwe nochmals. Ich bin sehr beschäftigt. Viel zu tun. In dem, was ich mache, sind mehrere Konkurrenzen. Mehrere Menschen machen das Gleiche wie ich. Und es gibt irgendwie mehrere Konkurrenzen, sogar Neid, ein bisschen Neid, Eifersucht oder sogar Konflikten mit anderen irgendwie oder wie auch immer. Wir schauen jetzt. Sternzeichen Schütze muss ich hier auch nennen. Schütze, Fische, Skorpion, Löwe. Der Herrscher. Drei der Kelchen. Wassermann, der Herrscher und fünfte Stäbe, das ist die Arbeit. Du bist ein Chef, eine Chefin, du bist selbstständig. Du hast deine eigene Firma. Oder du bist irgendeinen Führer, ja? Und es zeigen sich hier Konflikte in der Firma mit diesen Menschen oder wie auch immer. Sind mehrere Beteiligte sind hier. Und dann hinter dem Deck zeigt sich auch drei der Kelchen. Ich spüre hier viele Menschen. Drei der Kelchen, fünfte Stäbe, viele Menschen. Und ja, viele Menschen, ich kann es nicht anders deuten. Und irgendwie mit der Herrscher Sternzeichen wieder, wie gesagt. Naja, gefällt mir die Energie nicht unbedingt zu sehr, weißt du warum? Weil der Herrscher und fünfte Stäbe und so. Schauen wir mal jetzt noch, ich hole mir noch eine kleinere Karte hier. Zehn der Schwerter. Zehn der Schwerter. Der Herrscher, fünfte Stäbe, zehn der Schwerter. Es gibt hier eine Enttäuschung auf der Arbeit. Eine Enttäuschung oder sonst nochmals Menschen, die das Gleiche wie ich machen, neidig sind. Und irgendwie etwas gegen mich machen wollen. Etwas zeigt sich hier im Monat Februar, Wassermann. Denn Monat Februar ist auch dein Monat. Die Sonne ist im Monat Februar in Sternzeichen Wassermann, ja? Also Monat Februar ist wichtig für dich. Es gibt hier irgendeinen Konflikt im Monat Februar. Im Berufsleben, ich würde sagen Berufsleben. Berufsleben. Können wir hier über einen Herrscher reden? Mein Ehemann, Ehefrau. Natürlich. Es kommt jetzt auf die Situation drauf an, was die Energie dir persönlich jetzt sagen möchte. Das kann ich dir nicht so genau auf den Punkt sagen, weil es generell ist. Aber diese Kombination zeigt sich für den Monat Februar. Und was ich hier sehe, sind viele Menschen auf jeden Fall. Konflikten. Und Menschen, die neidisch sind. Das muss ich schon sagen. Dass du Chef bist, dass du selbstständig bist, dass du eine bessere Position hast, dass du Erfolg zeigst, dass du so viel Erfolg zeigst, ja. Die wollen dir nichts, irgendwie nichts Gutes, aber, was soll ich dir sagen? Nach vorne schauen. Ja, nach vorne schauen. Hier gibt es diese Energie. Ja. Monat März, der König der Münzen. Monat Februar, der Herrscher. Monat März, der König der Münzen. Stier, Steinbock, Jungfrau. Eine Firma nochmals. Bei dir sieht man die Arbeit seit dem Monat Februar und März. Man sieht hier eine Firma, die Arbeit. Außer, dass du sagst, nein, das ist die Familie, meinen Ehemann, meine Ehefrau. Das ist Familie, das sind Konflikte in der Familie, Probleme in der Familie und so weiter. Hier zeigt sich ein König der Münzen, sehr viel Stabilität. Du hast auch Nummer 4, sprichst auch über Stabilität. Warte mal kurz, bitte. Hier sind mehrere Beteiligten bei dir in der Situation hier, viele Menschen.
Darüber habe ich bei dir schon Wassermann im Januar gesprochen, dass ich mit dieser Karte das Gericht zweimal im Januar über mehrere Sachen reden könnte, verschiedene Situationen, mehrere, ja, Personen und so weiter. Auch Karma, karmische Situationen, das sieht man. Irgendeine karmische Situation zeigt sich hier, Wassermann. Und ja, das sieht man hier. Ja. Ich könnte hier auch einen Ex haben, zum Beispiel Konflikten irgendwie mit einem Ex oder irgendetwas ist hier. Die Karte der Wagen, Sternzeichen Krebs. Ich spüre Erfolg, das sage ich dir aber auch. Deswegen, im Monat Februar habe ich dir gerade gesagt, ja, was soll ich dir sagen, nach vorne schauen. Und das ist, was ich hier habe. Im Monat März, die Karte der Wagen spricht auch über, ja, nach vorne schauen, weitermachen. Ja, negative Situationen verlassen, natürlich. Das ist, was ich hier habe. Wassermann, negative Situationen verlassen. Sternzeichen Krebs zeigt sich auch. Warte mal kurz, bitte. Für mich ist das eine positive Kombination. Der König der Münzen und die Karte der Wagen. Ja? Das ist eine positive Kommunikation, Kombination, weil du kommst ja von Monat Februar mit einer dubiosen Energie. Ja? Monat Februar zeigt sich dubios für dich, aber du verlässt diese Situation. Du schaust nach vorne. Die Karte ist Sonne. Ja. Ich spüre Erfolg bei dir. Im Monat März zeigt sich eine sehr positive Energie. Schau mal, der König der Münzen, die Karte der Wagen und die Sonne. Das ist Klarheit. Das ist auf jeden Fall Klarheit. Also ich weiß schon, was ich zu tun habe. Ich weiß schon, welchen Weg ich nehme, was ich mache, wie ich mich entscheide. Ich gebe den Rücken diesen Konflikten oder diese Situationen hier, mache mir nichts aus. Ich mache weiter und ich sehe hier sogar eine Reise. Wassermann, hier ist eine Reise. Du siehst die Sonne und der Wagen, das ist eine Reise. Da, wo die Sonne scheint. Ich mache eine Reise. Ja, mir geht es gut, mir geht es gut. Ich lasse mich aus diesem Gleichgewicht, lasse ich mir nicht bringen. Mir geht es gut. Ich mache hier eine Reise. Ich habe Klarheit. Gleichheit hast du sowieso. Seit du das Jahr angefangen hast, hast du schon, du weißt schon, du bekommst es klarer. Du weißt schon, was los ist. Du siehst klarer. Du hast viel Licht in deiner Energie. Zeigt sich sehr viel Licht hier. Wassermann. Und Stabilität auch. Ja. Der König der Münzen, der Herrscher und Neun der Münzen. Und Ass der Münzen hier. Ich meine, bei dir zeigt sich die Nummer 4, das Monat April. Schauen wir mal den Monat April. Puppe der Kelchen, eine Nachricht, eine Kommunikation, ein Kind, wenn das kein Kind ist. Du weißt ja, eine jüngere Person, mit der du zu tun hast, wenn das ein sogenannter Freund ist oder ein Wunschpartner ist, dann reden wir hier über diese Konditionierung, die wir hatten am Anfang, dass vielleicht Altersunterschied gibt. Hier ist Wasserelement. Sternzeichen Krebs zeigt sich gerade sehr stark. Wassermann, ja? Krebs. Krebs und Löwe zeigt sich auch sehr stark. Königin der Schwerter. Luftelement, das ist deine Energie. Du hast einen klaren Kopf, hä? Und nochmals die Karte, die Sonne. Sternzeichen Löwe sehr stark bei dir. Wassermann, sehr stark, Löwe. Das muss ich dir schon sagen. Sternzeichen Löwe sehr stark. Das ist mein Gefühl hier. Aber Kinder sehe ich hier. Auch sehr stark das Gefühl. Für eine Gruppe auf jeden Fall. Kinder sieht man hier. Ja. Und sonst. Du wirst irgendwie schauen, was für dich besser ist. Du schaust für dich, was du für dich willst. Ja?
Das ist Monat April, ist wichtig. Haben wir gesagt, Monat April ist auch wichtig für dich. Und vierte Münzen. Das Gefühl hier gerade so bei dir ist, dass du dich schützt. Ne? Du schützt dich schon. Du schützt dich hier irgendwie schon. Du schützt dich schon, ja. Die Königin der Münzen. König und Königin der Münzen. Erdelement, Stier, Steinbock, Jungfrau bei dir. Aber wir reden sowieso über viel Stabilität bei dir. Egal, ob du Frau oder Mann bist, die Energie zeigt sich für beide sehr stark. Hier sehe ich Kinder. Für eine Gruppe sehe ich natürlich hier Kinder. Also keine kleineren Kinder. Wir reden nie über kleinere Kinder. Wir reden über volljährige Menschen, ja. Weil das könnten wir hier haben. Wichtige Gespräche in der Familie zum Beispiel. Kinder, die jetzt arbeiten gehen, auch finanziell. Ja, das Typische. Mein Kind arbeitet jetzt tatsächlich und verdient eigentlich gut, geht's gut jetzt. Und ja, bis jetzt habe ich mich um alles gekümmert, dass ich gesagt habe, ich bezahle alles. Also irgendwie, ich habe alles bezahlt. Das war für mich selbstverständlich. Ich bin die Mutter, ich bin der Vater. Ich bezahle alles. Es war selbstverständlich bis jetzt. Aber klar, es kommt jetzt die Situation, dass das Kind eigentlich nicht mehr kein Kind mehr ist, sondern auch arbeitet. Und klar, es ist natürlich wichtig, dass jeder von uns irgendwie auch von sich was gibt. Logisch, ne? Das Geben und Nehmen muss im Balance sein, weil sonst ist das immer so, dann kommt das Universum und bringt Veränderungen. Ja, weil das Geben und Nehmen muss immer im Balance, sich im Balance halten. Es ist wichtig. Ja, es ist wichtig. Ich darf nicht nur geben, ich muss auch nehmen. Ja, weil sonst das Universum mag das nicht. Und dann kommen die Probleme, weil das ist nicht im Balance. Das ist ein Beispiel jetzt hier. Okay, ich werde mit meinem Kind reden. Weil schau mal, jetzt arbeitest du. Ich bin glücklich für dich, dir geht es gut. Aber richtig ist, wenn in diesem Haus die vieles zu bezahlen gibt. Ja, es gibt viel zu bezahlen natürlich. Wir reden über die Energie Geld. Und ich mache das gerne, ja. Aber es ist nicht gut, wenn ich mich nur ich um alles kümmere und die anderen Menschen verdienen und nichts machen. Das ist nicht gut. Also von da aus, ich spüre hier Grenze, die ich setze. Warum? Weil du auch die Königin der Schwerter hast. Du sagst, schau mal, es hat sich jetzt alles geändert. Ja, wir müssen hier reden. Und es handelt sich um Geld. Ich bin damit nicht zufrieden. Man muss reden. Die Energie sagt, man muss reden. Ja? Aber man sieht bei dir Stabilität, Wassermann. Egal wie das ist, ich sehe hier Stabilität. Aber du wirst schon deine Grenze setzen. Ja, dass du's, ich sehe Kinder. Das muss ich immer wieder sagen. Und das spricht nicht für uns alle. Nein, aber für eine Gruppe. Sicher. Dass man das sagt, weil du lebst ja nicht alleine. Du wohnst nicht alleine. Du wohnst mit deinen Kindern, mit mehreren Menschen. Bis jetzt hast du alle Kosten übernommen, aber dann sagst du jetzt nein. Es ist nicht fair. Es ist nicht fair. Ja? Es ist nicht fair, es ist nicht richtig. Und das Universum ist sowieso damit nicht einverstanden, weil die Energie ist nicht im Balance. Und das Geben und Nehmen muss immer im Balance sein. Deswegen Manipulationen nicht mehr. Ja? Das ist die Energie, die ich hier spüre. Überhaupt Klarheit. Monat Mai. Puppe der Münzen. Du hast Puppe der Kelchen, Puppe der Münzen. Du merkst ja. Und jüngere Energien. Ich spüre, es sind viele jüngere Energien. Puppe der Münzen kann aber für was Neues reden. Du fängst was Neues an und das hat mit deinem Berufsleben zu tun. Oder sonst eine Person. Dein Kind fängt was Neues an. Wenn ich dir ehrlich bin, ich spüre hier die Energie von Kindern sehr stark. Ja? Ja. Die Sonne gibt es hier nicht, egal wie ich das mache, kommt die Sonne raus. Nochmals die Sonne.
dreimal die Gatte die Sonne bei dir. Licht, einfach, Licht, du wirst es sehen, du siehst das. Ja? Wow, Wassermann, das ist ein Kind hier. Sagen wir mal jetzt, du kommst doch in Resonanz gerade mit dem, was ich dir sage. Du fühlst dich angesprochen, weil sonst gäbe ich dir eine andere Möglichkeit, ja? Aber das Gefühl hier für mich ist ein Kind. Ein Kind fängt was Neues an. Und es ist sehr positiv. Sehr positiv. Ich spüre hier Freude, Glück. Und das sieht gut aus. Könnte ich hier eine neue Person für dich sehen? Ich sehe eine neue Person. Ich sehe schon hier eine neue Person. Eine Nachricht, Kommunikation, eine positive, also es gibt ein Angebot hier irgendwie und es ist eine positive Kommunikation. Irgendwie zeigt sich die Energie so. Sagen wir mal jetzt, die Familie vergrößert sich und du musst mit deiner Familie reden. Zum Beispiel, Wassermann, du lernst eine neue Person kennen, denn diese Energie zeigt sich hier. Das Typische. Ich wohne mit meinen Kindern zusammen. Ich bin geschieden, allein, und ich wohne aber mit meinen Kindern. Die sind keine kleineren Kinder mehr. Die sind schon Frauen und Männer, ja? Aber wir wissen, Papa und Mama, für Papa und Mama sind Kinder, immer und ewig. Und irgendwie die Zeit vergeht und wir merken nicht, dass doch Veränderungen gegeben werden müssen. Ist wichtig. Klar, ich wohne mit meinen Kindern. Ist alles super. Es passt alles. Es ist einfach Harmonie, Glück, Freude in der Familie. Aber ich lerne eine neue Person kennen und jetzt muss ich natürlich mit meinen Kindern reden, weil ich möchte, dass diese Person mit uns zusammenlebt. Und das ist kein Problem, ich sehe hier kein Drama. Ne? Drama sehe ich nicht, aber ja, für uns ist wichtig, dass wir mit denen reden, mit denen das sagen, schau mal, die Familie vergrößert sich, es kommt eine Person mehr in die Familie, ich möchte es euch mitteilen und so und so weiter. Du fängst was Neues irgendwie, was Neues hier an. Und wie viel wir uns hier irren, das werden wir sehen. Aber du hast hier Puppe der Münzen, die Sonne und Ast der Schwerter. Für mich ist das was Neues. Monat Mai, du fängst was Neues an. Das hat hier mit deinem Berufsleben zu tun. Du bildest dich weiter, eine weitere Bildung. Irgendwie die Sonne scheint für dich. Die Sonne scheint hier. Es sieht gut aus. Ja. Diese Kombination, Puppe der Münzen, die Sonne und Ast der Schwerter, ist für mich eine sehr, sehr positive Kombination für den Monat Mai. Es kommt jetzt drauf an, wie diese Energie sich für dich zeigt, weil das kann Berufsleben sein, eine wichtige Unterschrift. Das ist viel Erfolg hier zu spüren, neue Anfänge und es sieht gut aus. Ja, es sieht gut aus. Egal, was das hier für dich heißt, was du immer hier damit anfangen willst, was du anfangen möchtest und so weiter, es sieht gut aus. Ja. Das ist Klarheit, das ist Licht, das sind Entscheidungen, das ist eine Wahrheit. Das ist sehr positiv hier. Wir schauen jetzt weiter. Du hast viele Karten auf dem Tisch, Wassermann, die über Klarheit und Licht reden. Im Januar zweimal die Karte das Gericht, März die Sonne. Erste Schwerter und die Sonne nochmals. Ja? Du wirst schon Klarheit haben in dem, was du machen möchtest, was du dich entscheidest. Es sieht gut aus. Monat Juni. Vierte Schwerter. Vierte Schwerter sind die Gedanken. Und das ist deine Energie. Über eine bestimmte Sache wirst du hier sehr viel nachdenken. Die Gedanken sind hier. Augenblick bitte.
Ja. König der Stäbe, Feuerelement. Du hast Monat Mai, erste Schwerter. Monat Juni, erste Stäbe. Es zeigt sich hier schon was Neues für dich, ja. Aber du denkst über diese Situation nach. Fünfte Stäbe. Viel Feuer, Monat Juni, viel Feuer zu spüren bei dir. Viel Feuer, viel Aktivität, ja. Nochmals hier eine Situation, die du denken, nachdenken wirst, weil ich sehe hier viele Menschen, ja. Fünfte Stäbe, erste Stäbe. Sind mehrere Beteiligten hier, mehrere Personen zu sehen, ja. Interessant ist, Wassermann, fünfte Stäbe, zeigt sich bei dir im Monat Februar. Also diese Karte fünfte Stäbe zeigt sich oft das bei dir. Ich sehe immer wieder mehrere Menschen. Das kann hier Fitnessstudio sein, für eine Gruppe. Fitnessstudio, da kenne ich viele Menschen, da ist aktiv, das ist Bewegung hier. Sonst die Arbeit, wie gesagt, Menschen, die das Gleiche machen wie du, irgendwie Konkurrenzen, Kompetenzen, mehrere Beteiligten, Neider und so weiter, könnte man hier sehen. Monat Juni, du ziehst dich etwas zurück. Du ziehst dich zurück hier, Wassermann. Du schützt dich oder du ziehst dich zurück hier. Ich würde mir sagen, du ziehst dich zurück. Du bist für dich. Du kommunizierst nicht. Du bleibst für dich. Weil irgendeine Energie zeigt sich hier, die vielleicht ein bisschen nicht gut wäre. Interessant ist der Monat Februar und der Monat Juni. Hier zeigt sich fünfte Stäbe, hier zeigt sich fünfte Stäbe. Es gibt irgendwie eine Energie hier, die vielleicht nicht gut ist. Und du ziehst dich zurück. Und in manchen Fällen, weil du eigentlich schon was Neues angefangen hast. Das Typische, ja? Ich fange was Neues an und jetzt kommen die, die mich beobachten und so weiter. Und möchten hier irgendetwas sabotieren. Ja, es kommt hier eine Art von Sabotage. Monat Juli, achte Münzen, die Arbeit. Nochmals die Arbeit. Viele Münzen bei dir. Nochmals, das ist eine Person, die am Lernen ist. Ich bin am Lernen. Ich lerne was Neues. Ich fange was Neues an. Ich bin fokussiert. Meine Chakren sind in Balance. Das, was ich denke, was ich fühle und was ich mache, ist in Balance. Ja? Achte Münzen, wie gesagt, ich sehe hier eine Person, die sich weiterbildet, was Neues und fokussiert ist. Ja? Das hat man bei dir schon im Monat Juni gesehen. Aber trotzdem, Wassermann, im Monat Juli, ne, warte mal kurz. Das hat man im Monat Mai gesehen. Und im Monat Juni ziehst du dich zurück ein bisschen oder du schützt dich vor manchen Menschen, die neidisch sein können oder wie auch immer. Menschen, die Konflikten wollen und so weiter. Das ist nicht mehr so interessant. Du schützt dich, aber du fokussierst dich weiter. So ungefähr, du bist fokussiert. Das, was rund dir ist, ist nicht unbedingt viel, sehr wichtig für dich. Ja, der Hierophant. Der Hierophant ist die Firma. Nochmal sehe ich hier eine Firma. Das ist, du lernst was Neues. Du bist am Lernen. Ja, der Hierophant, stellt sich ein Stier, zeigt sich. Warte mal kurz, Wassermann. Ja, Erdelement zeigt sich natürlich. Stier, Steinbock, Jungfrau bei dir. Die Karte des Stern. Deine Energie. Nochmals viel Klarheit hier. Wow, mi madre.
Hier hast du Monat Juli, ja? Hast du 8 Münzen, der Hierophant und 2 Kelchen. Wir sehen hier eine Einigung. Eine Einigung in der Firma mit meinem Arbeitgeber. Ja, das ist irgendwie so. Also 8 Münzen, die Karte der Hierophant, 2 Kelchen. Ich spüre hier eine Einigung mit einer Firma. Irgendwie schon. Oder sonst, ich spüre hier eine ernste Situation mit einer Person. Es ist ernst. Jemand möchte hier ernst reden. Ich spüre hier ernste Kompromisse. In dieser Energie spürt man ernste Kompromisse. Ja. 8 Münzen, die Karte der Hierophant und 2 Kelchen. Ich meine, die Einigung zeigt sich. Ich sage jetzt mal erstmal die Einigung, weil bis den Monat Juli ist viel Zeit noch. Und wir wissen ja, heute können wir etwas ziemlich generell reden, aber nicht so pelo genau. Aber, und außerdem, das Video wurde extrem lang und das würde dich müde machen. Aber im Monat August zeigt sich hier eine sehr positive Energie, muss ich dazu sagen, Wassermann, die so über eine Einigung spricht. Und natürlich kann das mit einer Person sein, dass man sagt, ich möchte was Ernstes hier. Die Energie zeigt sich ernst. Das ist der Hierophant. Monat August. Puppe der Stäbe. Bei dir habe ich jetzt alle Puppen gesehen. Alle Elemente auf den Tisch. Wenn du dir die Illustration anschaust, hier ist eine Person, die glücklich ist. Ich bin glücklich. Puppe der Stäbe spricht nochmals über diese neue Leidenschaft. Eine neue Leidenschaft, was Neues, was ich anfange. Ich fange etwas Neues an hier. Wassermann, sehe ich bei dir Internet? Ja. Könntest du hier über Internet was anfangen wollen? Die Energie zeigt sich. Ich sehe bei dir diese Situation, ja, dass du irgendwie hier neue Sachen sieht man bei dir, neue Anfänge schon seit dem Monat Mai. Seit dem Monat Mai gibt es diese Energie hier von irgendwie neue Anfänge hier. Aber mehrere Konkurrenzen zeigen sich auch. Ich sehe eine wichtige Unterschrift hier. Ich sehe neue Verträge. Neue Verträge. Wichtige Unterschrift. Ja. 10 Münzen. 4 Kirschen. Viel Stabilität bei dir. Der Puppe der Stäbe und 10 Münzen. Schaue dir bitte diese 2 Karten an. Also irgendwie diese Person hier ist glücklich. Ich bin glücklich. Mir geht es gut. Es gibt hier finanzielle Stabilität, Harmonie in der Familie, Reichtum. Nochmals könnte ich hier nicht nur über dich reden, sondern auch über deine Kinder. Immer wieder, Wassermann. Hier sind viele jüngere Energien. Und die Familie zeigt sich hier. Und ja, die Karte der Sonne oft das. Also könnte man bei Wassermann über die Kinder reden, ja. Zeigt sich positiv, wenn das die Frage jetzt wäre. Weil hier wichtig ist, dass die Energie natürlich positiv ist. Weil klar, klar für dich kann das ein Wunschpartner sein. Und es zeigt sich auch positiv. Von da aus, die Botschaft am Ende ist fast die gleiche. Es ist positiv. Kinder, nochmals, volljährige Kinder immer, die was Neues anfangen. Und es zeigt sich da viel Stabilität. Es zeigt sich zu Hause. Ja, finanziell gesehen geht es uns jetzt viel, viel besser, weil mein Kind arbeitet auch und jetzt sieht es viel besser aus bei uns in der Familie. Oder sonst, die Familie vergrößert sich. Und das ist auch schön. Es gibt Harmonie, Freude, Glück, nochmals Reichhaltigkeit.
Ja, ich meine, was soll ich dir hier sagen? Die Energie zeigt sich positiv. Wassermann, schon ab dem Monat Juli sehe ich hier eine interessante Energie. Nee, ab dem Monat Mai eigentlich. Da fängt es an. Ab dem Monat Mai fängt es an. Und es entwickelt sich weiter und sehr positiv. Nur in den Monat Juni. Du ziehst dich zurück vor manchen Menschen hier. Aber das macht nichts aus. Also das ist kein Problem. Weil die Energie zeigt sich für dich sehr positiv. Sehr. Ob du hier was Neues anfangen möchtest, einen neuen Vertrag unterschreiben willst, dich weiterbilden möchtest, dich einigen willst. Also egal, worüber wir hier reden. Es sieht gut aus. Und sogar die Kinder, die Energie, die ich hier spüre, spricht Stabilität für die ganze Familie. Ja. König der Stäbe, Löwe, Schütze, Sternzeichen wieder. Feuerelement bei dir sehr stark, ja. Und das ist der König der Arbeit von mir aus. Ich spüre hier, du hast König der Stäbe und Puppe der Stäbe. Das ist Papa, Kind, Mutter, Kind oder sonst nochmals diese Konditionierung, die wir hatten, ja. Wir hatten hier am Anfang eine Konditionierung, Wassermann, weil du könntest mit einer Person zu tun haben, die Altersunterschied mit dir hat. Sogar großes Altersunterschied. Und das könnte hier eine Konditionierung geben, weil du siehst ja, diese Konditionierung zeigt sich bei dir schon immer hier. Sonst nochmals, die Familie vergrößert sich, aber ich spüre Freude bei dir. Es sieht gut aus, muss ich dazu sagen. Monat September. Wow, ich sage es dir ja. Diese Karte deutet auf Erfolg. Wassermann, du hast eine starke Energie. Ich muss dazu sagen. Ne? Also, sechste Stäbe ist einfach Erfolg. Ich habe gewonnen, ich habe es geschafft, ich bin glücklich. Ja, ich bin von einer komplizierten Situation tatsächlich mit viel Erfolg dabei rausgekommen. Es gibt hier eine Art von Anerkennung. Anerkennung hier, Wassermann, ich spüre eine starke Energie bei dir. Schon Mitte, Ende des Jahres. Ja, Mitte des Jahres, Ende des Jahres. Es sieht gut aus. Ja. Zweite Münzen. Stabilität. Du bekommst finanzielle Stabilität hier. Ja. Zumindest das, was ich hier spüre. Du hast fünfte Münzen, zweite Münzen. Fünfte Münzen, zweite Münzen und die Karte der sechste Stäbe. Was ich denke, ist, dass deine finanzielle Situation Ende des Jahres 2025 in Balance kommt. Es kommt hier Stabilität. Ich spüre sogar Erfolg. Ja. Du kommst von einem Mangel, kommst du raus. Das ist, was ich hier spüre. Könnte ich auch, Wassermann, was anderes sehen hier, was mit einer Person zu tun hat und so weiter, ja. Ich könnte hier zum Beispiel den Fall haben auch, dass eine Person, die du kennst, eine Person, die du kennst von deiner Vergangenheit, nochmals in deinem Leben kommt, das Typische, ja. Und dieser Person geht es nicht gut. Diese Person könnte sogar krank sein oder auch also Verluste haben, finanzielle Verluste haben. Diese Person braucht deine Hilfe. Und hier sehe ich für den Monat September, dass eine Person deine Hilfe brauchen könnte. Finanzielle Unterstützung oder emotionelle Unterstützung. Sternzeichen Löwe zeigt sich bei dir sehr stark. Oktober, die Karte der Waage nochmals.
Die Karte der Wagen zeigt sich bei dir zweimal in dieser Legung. Sternzeichen Krebs. Die Karte der Wagen sagt, ich distanziere mich auch von negativen Energien. Ich mache weiter nach vorne. Ja. Das Gefühl ist, der Monat September, Oktober sind verbunden. Diese zwei Monate sind verbunden. Was ich denke ist, du wirst dich Distanz nehmen vor einer bestimmten Person, die immer wieder in deinem Leben halt kommt. Immer wieder halt. Egal ob die Person irgendwie, ich spüre hier eine Person, die ein bisschen co-abhängig oder eine Co-Abhängigkeit zeigt. Oder irgendwie immer wieder, wie gesagt, weil die Person im Mangel, im Verlust ist. Und immer wieder Unterstützung braucht von dir. Sei es finanzielle Unterstützung oder emotionelle Unterstützung. Aber diese Person kommt immer wieder, ist in einer sehr niedrigen Schwingung. Ja, zumindest diese Person zeigt sich so in einer sehr niedrigen Schwingung. Und ich befürchte, das sei nicht eine Sache, die wir lösen können. Ich kann diese Situation für diese Person nicht lösen. Weil das ist eine Sache, die diese Person selbst lösen musste. Ja. Wenn wir im Mangel oder ständig sind, das kann ich nur selber für mich lösen. Nur ich kann mir helfen, niemand mehr. Und da diese Person, die ich hier habe, immer wieder in deinem Leben kommt, immer wieder in Mangel, in Co-Abhängigkeit, in Abhängigkeit, in Verlust und so weiter, du wirst da hier nicht mitmachen. Du machst hier nicht mit. Nee. König der Kelchen. Krebs. Wow. Jungfrau zeigt sich gerade. Du hast hier Sternzeichen Krebs stark zu spüren. Aber stark. Skorpion von mir aus auch oder Fische. Aber Krebs ist hier sehr stark. Du hast hier der Karte der Wagen und der König der Kelchen. Ich spüre eine Entscheidung hier, dass man sich für einen Weg entscheidet. Du hast schon eine Person hier mit manchen schlechten Gewohnheiten, Co-Abhängigkeiten. Du hast hier eine Energie, nochmals, ich würde sagen, in eine ziemlich niedrige Schwingung. Und das können wir, da können wir nicht machen. Da kannst du nichts machen. Siebente Schwerter. Dreite Schwerter. Ja. Das ist eine Person hier, die irgendwie nochmals, ich weiß auch nicht, gefällt mir nicht unbedingt sehr viel. Also fünfte Münzen und siebente Schwerter. Das ist eine Person, die sogar deine Energie immer wieder klaut. Ja, eine Person, irgendwie spüre ich hier eine Person. Energie und Geld. Das kann auch über eine Person reden, die vieles klauen möchte. Nicht nur deine Energie, sondern deine Zeit klauen möchte, dich ablenken will. Immer wieder eine Person, die dich ablenken möchte, damit du nicht an deine Ziele kommst, damit du nicht fokussiert bleibst. Ja, so ungefähr. Eigentlich meine Rolle hier in diesem Leben für dich ist, dass ich dich ablenke. Es gibt tatsächlich solche Energien auf der Welt. Ja, Menschen, die eigentlich hier in diesem Leben die Rolle tatsächlich hier geht, handelt es sich um das, dass ich dich ablenke. Damit du nicht fokussiert bleibst. Weil es stört mich. Es stört mich, dass du so viel Erfolg zeigst. Dass es dir so gut geht, es stört mich. Und dass du überhaupt dich fokussiert bleiben kannst, das stört mich einfach. Und meine Rolle in diesem Leben ist, dich abzulenken, dich deine Energie zu klauen. Und wenn ich kann, alles, was ich kann, deine Zeit, alles. Ich spüre hier so eine Energie. Ja. Eine Person, die auch, nochmals, Suchtverhalten haben kann, wie zum Beispiel viel Alkohol trinkt. Eine Person trinkt hier sehr viel Alkohol. Eine Person
Ja, damit wir verstehen, ist sie in einer sehr niedrigen Schwingung. Was ich denke, du weißt das. Ja. Monat November. Ritter der Kelchen. Ritter der Kelchen, nochmals Wasserelement. Nochmals eine Person, die sich hier versöhnen könnte. Ich möchte mich versöhnen. Nochmals Sternzeichen Krebs. Skorpion oder Fische. Die Nummer 444 in meine Uhr. Und die Nummer 4 ist wichtig für dich, weil die Nummer 4, übrigens Monat April, hast du auf diesen Würfel auch gehabt. Ja, Monat Nummer 4 auf diesen Würfel. Denn Monat 4 April ist wichtig. Aber auch diese Stabilität zeigt sich bei dir. König der Münzen. Viele Beteiligten hier. Hier sind tatsächlich viele Beteiligte, Wassermann, der König der Münzen. Ich könnte hier mit einer Person zu tun haben, die sich in einer familiären Situation befindet. Und es spricht verschieden für uns alle, weil es muss nicht immer heißen, die Person ist verheiratet und lebt bei dieser Person zusammen, bei seiner Frau oder seinem Mann zusammen. Vielleicht nicht. Vielleicht hat diese Person noch mit einem Ex zu tun. Und wegen den Kindern. Und es ist sehr eng, es ist kompliziert. Ich spüre hier eine Person, Stier, Steinbock, Jungfrau, eine Person, die sich versöhnen möchte. Du hast König der Münzen, König der Kerlchen. Du siehst ja, Oktober König der Kerlchen, November König der Münzen, August König der Stäbe. Du hast hier die drei Königin hier, ja? Ja, du hast Wasser, Erde, Augenblick und Feuer. Und ja, Wassermann, wir haben mit verschiedenen Energien zu tun. Das ist jetzt ein König der Kelchen, das ist ein König der Münzen und das ist ein König der Stäbe. Tatsächlich sind hier verschiedene Energien zu sehen, ja. Weil manchmal ist das so, dass man denkt, vielleicht ist die gleiche Person, aber es zeigt sich mit einem... Nee, für mich sind hier verschiedene Energien, die du hast. Das ist sicher, weil es zeigen sich Menschen der Vergangenheit. Deswegen fängst du ja zweimal die Karte das Gericht im Monat Januar. Weil deine Legung zeigt sich schon mit dieser Energie. Ich spüre schon eine karmische Situation hier mit anderen Personen. Diese anderen Personen zeigen sich, ja? Du musst unterscheiden können. Erste Münze. Halt dich fest, sage ich dir. Im Monat November. König der Münzen, Ritter der Kelchen, erste Münzen. Wenn das jetzt einen Wunschpartner ist, diese Person... möchte alles mit dir. Stier, Steinbock, Jungfrau zeigt sich. Aber Krebs auch. Wenn diese Person, wenn wir hier über die Liebe reden, diese Person kennst du schon, das ist keine neue Person. Für mich, ich würde sagen, das ist keine neue Person. Diese Person kennst du schon, würde ich wirklich sagen. Weil, warum, weißt du, warum ich das so denke? Weil diese Person sicher ist. Ich bin mir sicher, was ich mit dir möchte. Ich bin mir sicher. Ich habe gar keinen Zweifel hier. Diese Person meint es ernst. Diese Person möchte mit dir eine ernste Beziehung anfangen. Und das, die Energie zeigt sich fürs Leben. Also, das wird eine Langzeitbeziehung werden. Du heiratest sogar für eine Gruppe. Das ist ein Heiratsantrag. Ich möchte dich heiraten. Ich möchte mit dir alles. Könnten wir hier aber auch über neue Verträge reden? Ja, neue Verträge. Ich spüre viel Stabilität, viel Geld hier. Aber wenn ich dir ehrlich bin, ich spüre hier einen ernsten Kompromiss. Monat November. Sagen wir mal jetzt, dass das eine Firma ist,
und eine positive Kommunikation kommt und wo du Geld bekommst. Diese Kombination Wassermann zeigt sich positiv für dich. Es kommt auf deine Situation drauf an. Aber ich könnte hier auch diese Situation haben, dass eine positive Kommunikation kommt von einer Firma, eine wichtige Firma. Und das heißt Geld für dich. Sehr, sehr schön. Ich spüre hier Möglichkeiten oder Optionen. Wenn wir hier gerade wirklich für dich über verschiedene Personen reden, wir können hier über Frauen oder Männer reden, weil am Ende wir reden ja über eine Energie. Ich sage es jetzt nur, weil hier momentan viele Männer sich zeigen. Ja. Aber wenn wir hier über Optionen reden, mit einer Person bleibst du. Ich denke, du bleibst mit einer Person schon. Ja. Ich sehe dich nicht zu lang allein, wenn du bis jetzt auch allein warst. Ich sehe dich nicht zu sehr lang allein. Monat Dezember, fünfte Schwerter. Du wirst daran denken. Ende des Jahres wirst du sogar Kopfschmerzen bekommen. Kopfschmerzen, weil ich denke, du musst ja irgendwie eine Handlung machen. Fünfte Schwerter sind die Gedanken. Fünfte Schwerter sind tatsächlich die Gedanken, wirklich. Wassermann, klar, wir reden ja für dich. Ja, Luftelement. Also, warum willst du dir Gedanken machen? Und jetzt, ich sage dir, den Monat November und Dezember sind verbunden. Das heißt, das, was jetzt im November geschehen wird für dich, 2025, wird Dezember beeinflussen. Und es hat schon eine Logik. Weil wenn das jetzt eine positive Kommunikation ist, von entweder einer wichtigen Person, einer Firma oder wie auch immer, es zeigt sich sehr positiv. Zum Beispiel jetzt. Es kommt tatsächlich jetzt hier eine Person, die einen Heiratsantrag macht. Tatsächlich. Es kommt eine Person, die einen Heiratsantrag macht. Ich weiß, das erwartest du gerade nicht, weil wir reden ja für Ende des Jahres. Das wird dich nicht unbedingt, das wird dir natürlich, du wirst auf viel nachdenken. Denn wir könnten jetzt sagen, jetzt Wassermann, für eine Gruppe von Sternzeichen Wassermann, man hat hier nicht so viel Glück in der Liebe gehabt. Na, zum Beispiel. Ich habe in der Liebe nicht so viel Glück gehabt. Und jetzt kommt tatsächlich eine Person, die mit mir alles möchte. Wie soll ich bitte schon das glauben? Warum sollte ich bitte schon das jetzt glauben? Wenn ich so viel Pech in der Liebe gehabt habe? Warum sollte diese Person tatsächlich mit mir, ausgerechnet mit mir, was zu tun haben wollen? Ja, wir reden halt über dieses Selbstliebe. Ja, für dich ist nämlich die Karte Lady Nada gekommen von Maria Magdalena. Ich werde diese Karte in der Community hochladen für dich. Wenn du die haben möchtest, wenn du die lesen willst, ich lasse die in der Community, damit du die voll lesen kannst. Also hier steht, das ist die Karte Lady Nada. Lady Nada, interessante Energie. Und die Karte Vertraue, habe Vertrauen. Habe Vertrauen, Wassermann, denn es kommt hier eine Person auf dich zu, die sehr wahrscheinlich, wie sage ich, sind Menschen, die, also du findest Menschen wie du, so ungefähr. Ja. Du weißt ja, man trifft im Leben Menschen, wo eigentlich die Schwingung ist nicht unsere Schwingung. Also irgendwie passt das nicht zusammen. Aber die Energie, die ich hier habe, sehr wahrscheinlich kommt jetzt eine Person, die mit in deine Schwingung ist. Also doch von deiner Familie. Und ich rede nicht unbedingt über die irdische Familie. Ja, ich rede nicht über die irdische Familie. Ich rede tatsächlich Menschen, die, mit denen du eine
Seelenverbindung hast von anderem Leben und irgendeine starke Energie zeigt sich hier tatsächlich und ich sehe dich happy, happy. Ich sehe dich happy, happy hier, ne? Glücklich, glücklich. Ja, die Karte hier sagt ja auch, glaube an das Unmögliche, ne? Ja, Wassermann, weißt du, was ich denke? Das ist dieses Blaumond, ne? Blaumond. Wassermann, ich denke, glaube tatsächlich an das Unmögliche, ne? Weil die Antwort, die du brauchst, kommt. Ja. Mhm. Und sei dir bewusst, du wirst geliebt. Wassermann. Sei dir bewusst, du wirst geliebt. Warum? Weil ich glaube, diese Situation, die wir haben für dich im November, das wird dir natürlich irgendwie zum Nachdenken bringen, ja? Wow, wow, wow. Der Gehängte. Die Legung kann sich für die Crosswatchers spiegeln. Ich weiß nur, Wassermann, dass eine Person hier was alles will. Ja? Und das irgendwie ist es ungefähr, schau mal, hier sind die Blumen und hier ist der Ring. Ich bringe Blumen und der Ring auch. Ich möchte dich heiraten. Ich sage es dir ganz ehrlich. Das ist die Energie, die ich hier spüre. Es kommt jetzt darauf an, was du siehst für dich, für deine Situation. Weil jetzt kommt natürlich der Monat Dezember. Und wir haben eine gewisse hier, eine Blockade in der Energie. Wegen den Gedanken. Meine Gedanken blockieren mich. Es gibt eine Art von Selbstsabotage hier. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ja, eine Person irgendwie zieht sich zurück, möchte Klarheit bekommen, die Karte der Gehängte. Wassermann, der König der Münzen zeigt sich bei dir zweimal. Einmal im März und einmal im November. Der König der Münzen, Stier, Steinbock, Jungfrau, muss nicht sein. Es kann ein anderes Sternzeichen sein. Denn du hast hier alle Elemente auf dem Tisch. Ja, der König der Stäbe, der König der Kelchen, der König der Münzen. Die Stabilität zeigt sich hier schon. Ich sehe hier eine reife Person, muss ich dir schon sagen. Aber was ich meine ist, oft das zeigt sich bei dir die Karte der Wagen. Eine Reise. Die Reise sieht man bei dir schon. Aber hier sind mehrere Menschen, ja? Klar, Monat Dezember. Die Gedanken über diese Situation hier. Ja. Oh mein Gott. Wassermann, hier kommt fünfte Schwerter, der Gehängte, Sternzeichen Fische. Und zweite Schwerter, Luftelement, Luftelement, das ist du, das bist du. Die Gedanken, was soll ich machen? Ich spüre hier eine Blockade. Wassermann, es gibt eine Blockade in der Energie. Im Monat Dezember gibt es eine komplizierte Entscheidung hier. Und eine Person sagt, schau mal, warte mal kurz, ich ziehe mich jetzt zurück und ich denke über diese Situation nach. Ich ziehe mich zurück und denke nach. Ich möchte ein bisschen mehr Klarheit bekommen. Ich möchte sicher sein, was ich hier entscheide. Ich möchte nicht impulsiv sein und einfach irgendwie schnell eine Entscheidung treffen. Ich möchte über diese Situation nachdenken. Erzengel Michael sagt hier, gesteh dir die Wahrheit ein und handelt entsprechend. Ja? Gesteh dir die Wahrheit ein und handelt entsprechend. Glaube und vertraue. Und jetzt haben wir mehrere Karten, die über Vertrauen reden. Wassermann. Glaube und vertraue. Habe Vertrauen. Viele Karten.
Sei dir doch bewusst, du wirst geliebt. Vertraue. Ja, vertraue und glaube, dass du geliebt wirst. Ja, sei liebevoll zu dir selbst. Sei liebevoll im Umgang mit dir selbst. Ja. Das Gefühl ist tatsächlich bei dir, Wassermann, ja, dass wenn man wirklich nicht so viel Glück in der Liebe gehabt hat, ja, es kommt irgendein Moment, wo man irgendwie vielleicht kalt ist und so ungefähr, ja, oder dass man nicht mehr daran glaubt. Ich glaube nicht mehr daran. Also ich bin jetzt auf den Punkt gekommen, wo ich denke, ich bin ja bei Gott. Ich bin bei Gott. Mir geht es gut. Ich bin zufrieden. Ich bin in meinem Glauben. Mir geht es gut. Und ich suche nichts mehr. Du bist in deinem Glauben tatsächlich. Ich meine, dass du bei Gott bist. Du bist in deinem spirituellen Weg und so weiter. Aber du an einer Person zu glauben, jetzt fällt dir schwer. Die Energie sagt dir aber hier, Wassermann, vertraue und glaube tatsächlich, dass du geliebt wirst. Sei dir bewusst, du wirst geliebt. Und sei du selber auch liebevoll im Umgang mit dir selbst. Ja, vertraue und gib dieser Situation eine Chance irgendwie. Wow. Gesteh dir die Wahrheit ein und handelt entsprechend. Ja. Die Karte der Gehängte ist eine intelligente Karte, wie ich mir sage. Die Karte der Gehängte zeigt eine Person, die natürlich sich zurückzieht und nachdenkt, Klarheit bekommt, eine Erleuchtung bekommt, weil ich hier eine Entscheidung treffen muss und ich möchte nicht impulsiv werden, von wegen, ich treffe jetzt gleich eine Entscheidung und dann zwei Monate danach ändere ich meine Entscheidung. Das will man nicht machen hier. Wenn ich diese Entscheidung treffe, möchte sicher sein. Ich möchte eine Entscheidung treffen, die reif ist. Ich möchte, ja, ich möchte nicht schnell impulsiv entscheiden. Das ist, was die Energie eigentlich sagt. Denn die Entscheidung hier Ende des Jahres 2025 fällt dir schwer. Es fällt dir schwer. Und weil du nicht zu sehr glaubst. Weil du nicht zu sehr glaubst, ja. Aber die Energie sagt dir das Gegenteil. Wassermann, ich sage dir nur, was ich hier spüre und wie viel wir uns irren. Ja. Wir reden die ganze Zeit bei dir über die Liebe. Überhaupt, sei liebevoll im Umgang mit dir selbst. Liebe dich selbst auch. Und du musst auch glauben, dass eine Person dich auch lieben kann. Du musst diese Chance auch ermöglichen, dass eine Person, wenn dir eine Person kommt und sagt, schau mal, Wassermann, ich möchte alles mit dir. Ich liebe dich, ich möchte mit dir alles. Gib die Situation eine Chance und glaube auch daran, dass es so ist. Man muss auch den Menschen, an den Menschen glauben, weil sonst ist problematisch. Sonst ist tatsächlich problematisch, ne? Es kommen Veränderungen. Ja. Und die Karte Jesus Christus zeigt sich auch. Die Karte Jesus Christus zeigt sich bei Sternzeichen Fische. Hier zeigt sich die Selbstliebe und Jesus Christus. Das gleiche bei Sternzeichen Fische. Bei dir die Karte, die gekommen ist, ist Lady Nada. Lady Nada. Nee, schaue dir diese Karte über die Community. Diese Karte ist wichtig für dich. Ja, denn Veränderungen sind da. Ja, das ist, was ich hier spüre. Ich denke, man muss sich eine Chance geben können. Die Gedanken sind da, Nachdenken ist gut,
Aber man sollte nicht unbedingt zu sehr lang in dieser Karte bleiben. Vorsichtig mit der Gehängte. Der Gehängte ist keine schlechte Karte, ist eine wichtige große Arkana. Sprichst du über die Gedanken auch? Die Gedanken sind bei dir im Monat Dezember 2025, das ist schon mal sicher. Hier reden wir bei dir über die Gedanken. Du musst hier eine wichtige Entscheidung treffen, es fällt dir schwer. Aber die Energie sagt tatsächlich, Wassermann, entweder vertraust du oder vertraust du. Es bleibt ja nichts anderes übrig. Ja? Also Vertrauen oder Vertrauen, eine andere Option gibt es nicht. Lass uns mal irren. Ich meine, wenn wir uns irren, was machen wir falsch dabei? Wir irren uns. Ja, wir sind hier auch, um uns zu irren gekommen. Also wir dürfen uns irren. Ja, aber man muss irgendwie die Situation eine Chance geben, Vertrauen und doch sich trauen, ja. Wassermann, das ist die Energie, die ich wirklich für dich spüre. Den Monat Januar mache ich kommende Woche. Ich bin mit Januar beschäftigt, kommende Woche so mehr oder weniger. Das ist die Energie, die ich für dich so generell jetzt pauschal für das Jahr 2025 spüre. Die Energie zeigt sich extrem interessant hier für dich und das siehst du selber. Sehr sogar. Und hier hast du zweite Schwerter, zweite Kelchen, zweite Münzen. Die Nummer 222. Ich spüre hier eine Entscheidung. Die Karte der Gehängte bekommt eine Erleuchtung. Im Monat Dezember, vielleicht fällt diese Entscheidung noch nicht, oder wie? Das werden wir schon sehen, oder? Warum sage ich dir das? Weil du natürlich zwei der Schwerter und der Gehängte hast. Zwei der Schwerter und der Gehängte. Und das spricht erstmal über Pause. Das spricht über Pause. Und das, was ich hier habe. Egal, ob das jetzt ein neuer Vertrag ist für dich, eine neue Firma, oder ob eine Person sagt, Wassermann, ich möchte dich heiraten. Und das ist so ungefähr, die Person geht jetzt wirklich auf dem Knie und sagt, Wassermann, ich möchte dich heiraten. Und diese Person kann erstmal einen Monat warten, auf dem Knie warten, und bis du die Zusage gibst. Ja? Weil hier... Erstmal wirst du sagen, warte mal kurz, lass mich mal kurz denken. Und dann sagst du, ja, lass mich mal kurz denken, du ziehst dich zurück und das kann den ganzen Monat noch, wirst du hier was machen, ja, sicher. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das im Dezember geschehen wird. Ne. Karmazeit. Zeigt sich bei dir schon im Januar, zweimal die Karte, das Gericht. Mehrere Menschen, mehrere Situationen, Internet, verschiedene Kontakte, etc. etc. Und das könnten wir hier haben. Von da aus, diese Situation zeigt sich bei dir. Unter anderem, ja, unter anderem, was ich dir schon gesagt habe. Aber, stellt euch ein Stier sehr stark bei dir. König der Münzen. Also du hast hier König der Münzen und der Hierophant in der Mitte. Stellen sich ein Stier sehr stark bei dir. Ja, ich spüre hier eine Person, die sagt, ich will alles mit dir. Und ich kann wetten, mit dir kann ich wetten gerade. Ich kann wetten hier. Eine Person sagt, ich möchte alles mit dir. Ja. Und das lässt dich platt. Da bist du platt. Erstmal. Da bist du platt. Da bekommst du sogar Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Sogar Zahnschmerzen bekommst du. Und irgendwie kannst du hier noch eine Situation nicht so richtig sehen. Das ist der Grund, dass du sagst, schau mal, warte mal kurz. Ich muss nachdenken. Ich möchte nicht impulsiv handeln. Ich möchte nachdenken. Ich möchte eine Entscheidung treffen, aber die sicher ist. Und nicht einfach eine Entscheidung, die 2 Monate dauert. Warum? Ja, weil du hast hier einen König der Stäbe und König der Münzen. König der Stäbe, König der Münzen. Tja, nicht so einfach.
Nicht leicht, nein. Nicht leicht. Nicht leicht. Feuer sehr stark, Erde sehr stark. Du hast hier zwei Könige. Und irgend das Gefühl wäre, die Optionen zeigen sich. Und du wirst eine Entscheidung treffen müssen. 2026, ich sehe dich nicht allein. Du bist in einer Verbindung, in einer Beziehung. 2026 bist du in einer Beziehung. Und das zeigt sich sicher. Sicher. Ja. Das zeigt sich sicher. Aber du wirst jetzt entscheiden müssen. Feuer oder Erde? Feuer oder Erde? Feuer oder Erde? Kann natürlich auch Wasser sein. Feuer, Erde, Wasser. Das sind diese Sternzeichen hier. Ich bin gerade mit deiner Energie ziemlich neugierig, weil, wenn ich dir ehrlich bin, das, was ich dir gerade gesagt habe, zeigt sich. So ist es, so wird es kommen. Es musste gesagt werden, man hat es gesagt. Ja. Etwas zeigt sich hier, etwas zeigt sich hier. Ich sage dir, das ist eine starke Energie bei dir. Und ich bin ziemlich, ziemlich neugierig. Bekommst du hier ein Geschenk? Was weiß ich? Ich meine, ein Geschenk. Das ist mehr als ein Geschenk. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist eine starke Energie bei dir. Wassermann. Und du siehst ja, König der Kirschen, König der Münzen, König der Stäbe. Die Zweifel kommen, weil du unsicher bist, weil du schon oft das verletzt worden warst, ja. Du bist schon enttäuscht worden, oft das. Du bist verletzt, enttäuscht, erniedrigt. Mit dir wurde komische Sachen gemacht von wegen über Internet, falsche Kontakte über Internet, einen Betrug sogar. Also wie gesagt, damit du verstehst, was ich hier, das Gefühl, was ich bekomme. Das ist der Grund, warum du skeptisch, du wirst skeptisch hier. Du wirst skeptisch. Ja, du hast den Glauben irgendwie verloren an den Menschen sogar. Den Glauben ist verloren, den Vertrauen. Es ist kompliziert für dich. An diesem Vertrauen zu kommen. Ja, das kann ich verstehen. Die Energie zeigt sich. Ich denke, du wirst das machen, ja, du wirst das machen. Du nimmst ja deine Zeit, ja. Wird das in 2025 hier sich zeigen? Vielleicht nicht. 2026 sehr wahrscheinlich. Du siehst, Sternzeichen Fische zeigt sich hier. Mit der Gehängte. Aber jemand zieht sich zurück tatsächlich. Erstmal ja. Wassermann, das ist die Energie für das Jahr 2025, so generell jetzt pauschal gesprochen, ja. Aber wir werden jetzt kommende Woche mit Januar anfangen. Wir schauen. Und vorerst, das ist so generell so ein bisschen Monat pro Monat. Und ich spüre hier eine ernste Energie bei dir. Sieht gut aus, eigentlich schon. Sieht gut aus. Und ja, sieht gut aus. So generell würde ich sagen, wie du es gesehen hast, wir werden natürlich dann vergleichen, Monat pro Monat vergleichen, was wir hier haben. Ja. Weil die Möglichkeiten bieten sich für dich, die Optionen bieten sich, die Verträge, die neue Situationen, neue Anfänge, das alles bietet sich hier. Es sieht gut aus. Wassermann, ich danke dir für deine Likes und deine Abos. Ich wünsche dir viel Glück. Viel Liebe, viel Gesundheit für das Jahr 2025, Wassermann. Ich danke dir für deine Unterstützung im Kanal, für dein Vertrauen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr neugierig jetzt geworden. Ja, wir schauen Monat pro Monat, wie es aussieht für dich. Ich bin dir sehr dankbar, wie immer, das weißt du auch. Ich bin dir sehr dankbar. Und danke schön. Ich wünsche dir einen schönen Tag und
Danke für deine Likes und deine Abos. Dankeschön. Wassermann, bis bald. Tschüss.